Guten Abend allerseits, hier ist der Wallin von den Entertainment Brothers. Wir haben uns was Nettes ausgedacht. Wir wollen unseren Kanalpartnern helfen, weiter voranzukommen. Und hier ein kleiner Service. Jeder, der auch ein kleines Promo-Video möchte, schreibt einfach mal in die Kommentare rein. Dann wissen wir zumindest, wer unsere Videos schaut. Und derjenige, der kommentiert, bekommt dann auch ein Promo. Und wenn sich jeder meldet, bekommt natürlich jeder ein Promo. Und ja, als kleine Überraschung für euch. Erster Kandidat, Respawn In, auch altbekannt als Sir Noob. Schauen wir uns erstmal hier Kanaldesign an. Ich muss wirklich sagen, erste Sahne. Das war ja schon bei deinem alten Kanal zu erkennen, dass du dir designtechnisch dir sehr viel Mühe gibst und dir auch einen Kopf machst, wie du das Ganze aufbaust und dass du deinem Stil immer gleich bleibst. Also man sieht, der Grundstil ist immer gleich, auch in den Thumbnails. Du hast hier diesen schrägen Strich und halt je nach Game ein bisschen unterschiedlich, aber das Grundgerüst ist gleich, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das hat so eine gewisse Ordnung. Man sieht drauf und sieht einfach, okay, das ist ein einheitlicher Stil und es sieht wirklich extrem professionell aus. Hier das R, das hast du, glaube ich, selbst gemacht. Also man sieht auch wirklich, dass es hier nichts von Google Bilder Copy-Paste-Kacke ist, sondern wirklich alles selbst gemacht. Richtig geiler Scheiß. Hier wieder mal diese schrägen Striche, hier so eine Kalender, Monatsansicht, Top 10, Hall of Game, muss man wissen. Also hinter diesem Banner befindet sich natürlich auch schon eine quasi das Programm, was sich hier hinter den Videos verbirgt. Ne? Also muss man wissen, ist quasi eine Videoreihe, die ja in gewissen Abständen hochgeladen wird, Hall of Game, Top 10 und diese Monatsübersicht ist auch Programm quasi. Und ja, das kann man schön sehen, wenn man hier sich in die Videos ein bisschen reinschaut. Aber gehen wir hier erstmal in die Kanalbeschreibung rein, bevor wir uns die Videos ansehen. Du hast 33 Abonnenten und insgesamt 395 Kanalaufrufe, was schon sehr viel ist, weil ihr den Kanal noch gar nicht so lange habt. Ich weiß gar nicht, wo kann man das eigentlich sehen, wie lange ihr den Kanal schon habt. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Naja, egal. Lesen wir erstmal hier den Kanalbeschreibungstext vor. Ihr habt ja hier zumindest was drinstehen und das ist schon mal sehr positiv. Respawn In, was ist das eigentlich? Kann man das essen? Werden sich sicherlich einige fragen. Die Antwort ist jein. Die Menschen Robert, Alex und meine Wenigkeit Jakob kann man durchaus genüsslich verspeisen, den Kanal eher nicht. Damit wäre die Frage geklärt, ob man uns essen kann. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist Respawn In oder besser, was passiert hier? Geschehen tut hier eine ganze Menge. Das meiste dreht sich dabei um Games. Das geht los mit der Monatsvorschau. Das sehen wir hier im Banner. Und geht dann mit Formaten weiter wie Top 10 hier. Battlegrounds, das wird wohl dieses Bildchen sein, sogar hier in der richtigen Reihenfolge aufgelistet, sehr schön, Hall of Game und endet mit, muss man wissen, alles möglichst regelmäßig, sodass ihr euch die Tage schon vorher im Kalender rot anmalen könnt. Und zwischendurch gibt es immer mal wieder spontane Projekte. So viel dazu, wir wünschen euch beste Unterhaltung und freuen uns darauf, mit euch ins Gespräch zu kommen. So long and thanks for all the clicks, Jacob. PS, nein, das ist keine Anspielung auf Per Anhalter durch die Galaxis. Wer sagt sowas? Also auch ein sehr humorvoller, lustiger, gut gelaunter Kanalbeschreibungstext gefällt mir sehr gut. Wenn ich das hier bepunkten würde, was ich nicht mache, weil es jetzt hier kein Bewertungsvideo sein soll, sondern ein reines Promoting, dann würde ich dir hier volle Punktzahl geben, in Kombination mit dem Kanaldesign sowieso. Sehr schöne Sache. Schauen wir hier in Diskussion rein. Was hast du hier schön stehen? Hier haben auch schon einige kommentiert. Und jetzt werden die Entertainment Brothers auch kommentieren. Wo ist die Tastatur? Hier. Geiler Kanal. Mach weiter so. Dein Promo wird gerade bearbeitet. Greets Wallin. So, posten wir das mal. Schauen wir kurz in die Videos rein. Das sind bisher deine Videos. Ich werde jetzt natürlich nicht jedes einzelne anklicken und pipapo. Wir werden jetzt mal kurz vielleicht in eine Sache kurz reinschauen. Die Monatsvorschau, damit ihr so einen Blick für die Qualität der Videos habt. Schauen wir hier mal kurz rein. Ein frohes Neues und herzlich willkommen zur Monatsvorschau für den Januar 2014.
Das neue Jahr leitet am 6. Januar das Science-Fiction-Rollenspiel-Konsortium ein. Eure Aufgabe ist es, einen Mord auf einem Raumschiff aufzuklären. Zu einem Überfluss wird das Schiff nebenbei von Söldnern bedroht. Das Spiel wurde via Kickstarter ins Leben gerufen und kommt aus dem Hause Interdimensional Games. Das Survival-Spiel Don't Starve schafft es am 8.1. auf die PS4. Das Spiel ist bereits letztes Jahr für den PC erschienen. Am Spielprinzip selber hat sich nichts geändert. Somit dreht sich auch hier wieder alles um Sammeln, Jagen und Überleben. Am 9.1. kommt der schwertschwingende Raiden auch auf dem PC. In dem Spiel seid ihr Mitglied eines Militärunternehmens und müsst viele, viele Cyborgs töten. Das Ganze spielt nach Metal Gear Solid 4. So. Ihr seht, das Video geht noch ein bisschen länger, hier knapp 8 Minuten. Auch sehr gute Resonanz, muss ich hier gerade feststellen. 8 Daumen hoch bei 38 Aufrufen. Ziemlich gute Kommentare für den Anfang. Und ich habe auf jeden Fall ein extrem gutes Gefühl mit diesem Kanal. Also ich bin mir sicher, der wird auf jeden Fall noch steil nach oben gehen. Und ja, ich würde sagen, das war's gewesen. Wie gesagt, wer noch eine Promo möchte, jetzt ruft meine Freundin an, kurz auflegen. So, wer noch ein Promo möchte, bitte in die Kommentarbox schreiben und dann werden wir uns natürlich darum kümmern. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.